Okay. So, heute nehmen wir also die Lektion 4, Seite 42, große und kleine Gefühle. Das Gefühl, was ist ein Gefühl? Feeling. Ist ein Feeling. Feeling. Ja. Sich bedanken und Glückwünsche aussprechen. So, was ist sich bedanken? Not to thank you. To thank. Not to thank you. To thank. Und Glückwünsche aussprechen. Was ist ein Glückwunsch? Der Glückwunsch war. Glücks. Congratulations. Congratulations, ja. Aussprechen ist zu pronounce. Zu pronounce, ja. Über Gefühle sprechen, das ist klar. Informationen über Festivals verstehen, das Festival ist ein Festival. Ja. Und darüber sprechen, darüber. About. About it or about them, ja. Über eine Stadt schreiben, should be also clear. Über eine Stadt schreiben. Freude und Bedauern ausdrücken. So, die Freude ist a joy. Und das Bedauern? Sorrow. No, is a regret. Sorrow is a worry. It's like worry. Sorrow is feeling bad or sad. Feeling bad. Then this is a sorge, no? Sorrow is worry, no? Sorrow. Regret. And sorrow? It's like worry, no? Worry? Sorrow. Sorrow is actually sadness. Actually sadness. Sadness. Not feeling well. This is a regret. Yeah. Not feeling well. Yeah. Sadness. Okay, not feeling well is different. So it comes from I'm sorry, yeah. I'm sorry, yeah. Okay. I think. Sorry. I don't know. Okay, also Bedauern ist ein Regret, über ein Lied sprechen, Blog-Einträge verstehen, so Blogs, ja. Blog-Einträge und Blogs. Der Eintrag ist ein Entry. Entry in der Form von Blog. Eintrag ist ein Entry in der Computer. Ein ist okay. In der Form von Blog. And when you do here eintreten, what do you say? On the eintreten. Eintreten, not ein eintragen. Das ist Eintreten. Ich trete ein. So eintragen ist to enter something? To enter the computer, ja. Yeah. Oh, eingeben also. Eingeben ist to, was ist eingeben? To enter also. Ja, das ist also to enter. Der Eintrag. Is the entry. Eingeben ist to write your entry, ja. Make an entry means. Ja, eingeben, ja. You can also data eingeben. Okay, you can enter the data. Yeah, the data. And what is Eintrag, entry in? This is the result of that. Yeah, okay, maybe not for data, because data. This is what this entry. When you write something. You can write a blog, and this okay, is a okay. Blog Eintrag. Okay. In English you say only blog. Yeah. But the blog has been entered. Okay. Yeah, okay. Means you're writing a blog, yes, means yes. You're entering something. Yeah. So can we also say blog schreiben? Yeah, we can also blog schreiben, of course. Okay.
So, und schreiben, verstehen und schreiben, also Blog, ja, Blog. Überschriften finden, die Überschrift ist Signature, ja. Überschrift. Ja. So, wir lernen hier die Nebensätze mit wenn. Also wenn. Wenn kann diese if, ja, auch kann die also when. If or something. Yeah, depends. This is in German not so much defined like in English. Und Adjektiv nach dem bestimmten Artikel, okay. Also das heißt, we will learn the endings of the article, also bestimmt auch. So, große und kleine Gefühle ist die, ist die Überschrift hier von der Lektion. Ja. Okay. Das Abiturzeugnis wir haben hier, wir haben den Führerschein, die Schultüte, die Medaille, den Blumenstrauß, die Ringe, den Storch und die Babykleidung. So, wir sprechen über das erste Bild und wir müssen uns auch hier helfen, mit den Dingen helfen, die Hochzeit, der Schulabschluss, der erste Schultag, die Führerscheinprüfung, die Geburt von einem Kind, der erste Platz, das Jubiläum in der Firma. Okay? So, und wir sprechen über ein Ereignis. Ereignis, das Ereignis, was ist Ereignis? Wir haben es in A1 gesehen. Ereignis. Das Ereignis. Das Event. Event. Live-Event. Live-Event, ja. Also wir sprechen über verschiedene Ereignisse hier. Also zum Beispiel das Abiturzeugnis. Was ist das Abitur? Das Abitur haben wir letzte Woche gesehen. Ja. So, was ist Abitur? War ein Student, macht ein Party nach... Wenn ein Student eine... Ein Party... No, das Abitur selbst ist keine Party. Das ist ein... Das ist after 12th standard, you said. Also, das ist... man hat eine Prüfung geschrieben. Yeah. Und die Prüfung ist bestanden. Ja. Ist, also, es passt ja in Englisch. Ja. Und man bekommt ein Zeugnis oder ein Zertifikat, ja, mit Abitur. Und auf dem Zeugnis, ja. Und das ist nach dem 12. Standard und 12. Klasse und das heißt Abitur. Okay? Also das ist hier das Abiturzeugnis. So, was ist da die richtige Überschrift? Ja, was können wir hier nehmen? Was ist das? Ja, das ist der Schulabschluss. Ja, okay. Und das ist das Abitur hier. So, wie können wir dieses Bild beschreiben? Wie sehen die Leute aus? Wie sehen die Leute aus? Ja. Die Leute sind... Ja, was ist happy? Glücklich. Glücklich. Die Leute sind glücklich. Man kann auch sagen, sehen glücklich aus. Ja. Sie sehen glücklich aus. Also der ist sehr glücklich. Er lacht. Er lacht. Lacht, ja. Und haben. Lachen, du lachst. Er lacht. Er lacht. Und die Frauen auch
Sie sind also. Oh, what do we say? Shouting out of joy. Shouting out of joy. Sie sind voller Freude, voller. Voller means full of joy. Und sie schreien. Sie schreien voller Freude. Shouting ist schreien, ja. Spannen. Spannen. Schreien. To shout. Also sie sind alle glücklich. Die Atmosphäre ist gut. Die Atmosphäre ist eine glückliche Atmosphäre. Und jeder ist sehr, wie soll ich sagen, ja. Jeder freut sich, ja. Okay. Ja. It's a like memorable day. Das ist ein Erlebnis, das ist ein erlebnisreicher Tag. Erlebnisreich würde ich nicht so sagen. Das ist ein Tag, an dem man sich gern erinnert. Ja, an dem man sich gern erinnert, ja. On, of which you like to, a day you like to remember. Okay, ja. Yeah. Yeah. So, also das ist das Ende von der Schule und sie haben also die Prüfung bestanden und sie haben jetzt das Abitur gemacht, ja. Wir gehen zu dem Bild Nummer 2 jetzt. Bild 2. Wir haben auch ein Ereignis im Leben, ja. Und hier ist geschrieben der Führerschein. Was ist der Führerschein? Driving License. Ist ein Driving License, ja. Und was bedeutet das, ja? Sie hat. Also wir sagen den Führerschein machen, ja. Den Führerschein machen. Sie hat einen Führerschein. Not einen, bei dem. Sie hat den Führerschein gemacht, sie hat die Prüfung bestanden und auch wieder ein glückliches Gesicht. Ja. Das Gesicht ist glücklich, also gute Stimmung wieder, ja. So, jetzt gehen wir mal zu dem Bild Nummer 3, die Schultüte. Die Schultüte. Schoolbag. Ja, Bag, die Tüte, aber das ist Cone. Das ist ein Cone. Das ist ein Schoolcone. So, das ist für die kleinen Kinder. Wenn sie das erste Mal in die Schule gehen, also in die erste Klasse, dann bekommen sie von den Eltern eine Schultüte, das ist ein Schoolcone. Ja, man kann die Tüte kaufen, man kann die Tüte selbst machen, die Mutter macht es auch selbst. Und was gibt es in der Schultüte? Was kann man in der Schultüte finden? Was denkt ihr? Bücher? Oder? Das ist na. Er kann nicht lesen, ne, bis jetzt, ja. Blumen. Ha? Blumen. Oh, die arme Blumen. Geschenke, ja. Für den ersten Schultag, die Kinder, was machen sie an dem ersten Schultag, die Kinder? Sie weinen. Die Kinder weinen, weil sie von der Mama weggehen, ja, okay. Also da muss man die Kinder wieder ein bisschen fröhlich machen, ja. Und sie bekommen eine Schultüte und in der Schultüte gibt es Süßigkeiten oder gibt es auch Stifte oder Schokolade oder etwas für die Schule. Zum Beispiel
and Bhumi, Radhya Bhumi, Radha Bhumi, Puni, Rova sisters, Ramangas, and Shafi. Alles, was man braucht, ja, für die Schule. Sie brauchen einen Kugelschreiber vielleicht, einen Bleistift. Stift. Was? Stift. Stift. Ja, ein Stift. Also alles ist in der Tüte und natürlich Süßigkeit für die Kinder. Und eigentlich das Kind so, weint nicht. Spielzeug. Auch Spielzeuge, ja, kann man finden. Ja. So das Kind ist glücklich, froh, ja, und er vergisst das Weinen. Okay? Er vergisst das Weinen. Ja, wenn die Mama weggeht. Ja. So, irgendwie, das Bild Nummer 4. Ja. Wir haben als Überschrift die Medaille. Also, was kann man da sagen? Was hat der ältere Mann gemacht? Der ältere Mann hat eine Medaille gewonnen. So, wann gewinnt man eine Medaille? Wann gewinnt man eine Medaille? Also will er in der Kammer? Nein, der alte Mann ist die Medaille. Der erste Platz. Der erste Platz, ja. Der erste Platz, so, wann gewinnt man eine Medaille? Der erste Platz. Ja, aber wann gewinnt man eine Medaille? Es gibt verschiedene Ereignisse, wo man eine Medaille gewinnt. Sie hat gewonnen. Ja, aber er hat etwas gemacht, ne? So, was hat er vielleicht gemacht? Wann gewinnt man eine Medaille? Wann man gewinnt eine Competition? Einen Wettbewerb. Man gewinnt einen Wettbewerb, the Competition, ja, okay. Der Wettbewerb. Oder ein Rennen. Man gibt einen Prüfung. Das ist kein Prüfung, das ist Sport. Also das ist ein sportliches Ereignis. Es hat mit Sport zu tun. Es hat mit Sport zu tun. Ja, das ist ein sportlicher Wettbewerb. Ja. Also meistens gewinnt man eine Medaille, zum Beispiel die Olympischen Spiele. Bei den Olympischen Spielen gewinnen die drei Ersten eine Medaille. Ja? So. Also das ist ein Sport. Ich weiß nicht, was er da hat. Das ist Bronze. Das ist eine Bronzemedaille, ja. Dritter. Ja, er ist Dritter geworden. Genau. Ja. Warum nicht? Aber das ist Sport. So, hier haben wir den Blumenstrauß. Und das ist, wie du gesagt hast vorher, das Jubiläum in der Firma. So, ich weiß nicht in Indien, ob ihr auch Jubiläen in der Firma habt, ob ihr das habt. Warum gibt man einen Blumenstrauß? Und was ist ein Jubiläum? Anniversary. Ja, das ist ein Anniversary. Die Hochzeit. Das ist keine Hochzeit, ja. Ja. So, warum hier feiern Sie ein Jubiläum? Was ist da passiert? Blumenstrauß.
Something related to flowers, a bouquet or a bunch of flowers. Ja, aber das gehört zu dem. Das gehört zu dem Jubiläum. Das hat nichts mit Blumen zu tun. Was ist ein Jubiläum in der Firma? Was ist das? Wann hat man Jubiläum? Das ist kein Geburtstag. Nein. Sie hat in der Firma Jubiläum abschließen. Zum Beispiel, sie hat 25 Jahre in der Firma gearbeitet und sie feiert jetzt die 25 Jahre. Das ist ein Jubiläum. Ja, das hat nichts mit Ortszeit zu tun, das hat nichts mit Geburtstag zu tun. Das ist ein Jubiläum. 25 Jahre in derselben Firma. Ja, okay? So, und die Leute, das ist wie bei einem Geburtstag. Man kann einen Kuchen haben, man trinkt Wein oder Sekt. Man trinkt Wein. Sekt. Ja. Der Sekt ist ein Sparklingwein. Ja. We cannot say champagne because champagne is only for the French. We come from the Champagne region. It's not allowed. No, it's not allowed to say champagne when it is not a champagne. You will never see on a bottle if it doesn't come from France, from this particular region called Champagne. The other one they make also the same method. Yeah. But they are not allowed to call it champagne. Otherwise, you have a lot of fake thing, yeah, and the producer or the growers, they don't want their name to be taken as a protection, which is that, of course, yeah, maybe, yeah, right, yeah. So, also, das ist ein Jubiläum und die Leute feiern, die Leute trinken, die Leute haben einen Kuchen gebracht, die Leute haben einen Blumenstrauß gebracht und das ist vielleicht der Chef. Der Chef gratuliert. Der Frau. Und bedankt sich. Er bedankt sich bei der Frau für die 25 Jahre. Ja. So, wir gehen zum nächsten Bild. Der Storch und die Babykleidung. So, was ist der Storch? Storch. Das ist der. Toy. Das ist Spielzeug. Kleidung. No, was ist der Storch? Der Storch ist dieser Vogel. Vogel. Das ist ein Vogel. Der Storch. Ja. Der Storch. Ist ein Storch. Ja, das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel mit langen Beinen und einem langen Schnabel. Schnabel. Peak, ja. Der Schnabel. It is a type of duck. A beak. No. It's not duck. No. Der Storch. Er fliegt, ja. Aber er ist duck. No. Er hat lange Beine. Der bringt die Babys. Er bringt die Babys zu der Familie, die ein Baby erwartet. Für die Kinder ist es so, ja. So, man will nicht sagen, dass der Baby in dem Bauch ist. Man sagt, der hat das Baby gebracht. Ja, das ist wie der Weihnachtsmann. Man sagt den Kindern nicht, er existiert nicht, ja. Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke zu Weihnachten und der Storch bringt die Babys. Fertig. Okay. Ja, das ist so, fragt das Kind nicht. Das Kind fragt, woher kommt das Baby? Und wie hast du das Baby gemacht? Das ist ein bisschen problematisch für die Familie, ja. Okay.
Also, der Vogel hat das Baby gebracht und die Babykleidung, das ist eine Wäscheleine. Wäscheleine ist ein Laundry-Gerät. Ja, die Wäscheleine. Laundry. Laundry, how you say it? Thread, yeah? Laundry. Laundry. It's not a rope. Laundry. Are you call that thread? No. Bathrobe. No, the. Rope. It's not a rope. Rope. But it's very thin, yeah. It's not like a rope. A rope is a... Okay. Und das ist eine... Das ist Bierlinie. Also das ist eine Tradition in Deutschland. Also nur in Deutschland habe ich das gesehen. In Deutschland, wenn ein Paar ein Baby bekommt, dann kaufen die Freunde und die Familie Babykleidung. Und sie hängen die Babykleidung an die Wäscheleine an dem Haus. An dem Haus. So können die Nachbarn, alle Nachbarn sehen, dass das Baby da ist. Das Baby ist da. Und dann freut sich jeder. Und dann kommen sie nach Hause und dann vielleicht bringen sie Geschenke für das Baby. Und also das ist eine nette, schöne Tradition in Deutschland. Jeder ist froh, jeder freut sich, wenn ein Baby kommt. So, man weiß es, weil es draußen ist. Ja? Die Leine ist draußen und jeder sieht. Schöne Dinge. So, und das letzte Ereignis, das sind die Ringe. So, das ist ein bisschen religiös hier. Das sind für die Christen. Ja, das ist eine christliche Hochzeit. So, wie die Hindus, ihr habt diese Mangalsutra, ja, und ihr habt für die Frau diesen roten Punkt. Für den Mann gibt es gar nichts, ja? Na Mann, er kann zu der nächsten Frau gehen und alles. Ja. Er ist nicht verheiratet, ja? Der Mann hat keine Zeichen von der Hochzeit, gar nichts. Ja. Die Frau hat ihren Punkt, sie hat das und. Hemd. Was hat der Mann? Ein Hemd. Er kann das Hemd ausziehen, ja? Aber sie hat, ja okay, sie kann auch das wegtun, ja? Aber sie hat den Punkt und sie hat den... Was ist das? Eine Kappe. Ein Turban. Also ihr habt gar nichts hier. Du hast den Mangalsutra, okay? Manchmal kannst du auch einen Punkt hier haben, aber der Mann hat gar nichts. Man kann nicht sehen, ob er verheiratet ist oder nicht, ja? Also es wäre sehr gefährlich. Ja? So, aber für die Christen, da gibt es Ringe für beide. So, der Mann kann auch den Ring, ja, wegtun, ja? Das ist kein Problem, ja. Aber bei der Hochzeit gibt es das. Und das ist also die Hochzeit. Ja. Also ihr seht, da sind verschiedene Lebensereignisse, was man nicht jeden Tag sieht, ja, im Leben. Die Hochzeit, das ist einmal. Ja. Jubiläum, das ist alle 25 Jahre. Da gewinnt man nicht eine sportliche Wettbewerb jeden Tag oder das auch nur einmal im Leben, das auch und Führerschein auch, ja, okay. Also das sind Lebensereignisse, ja. So, wir hören jetzt die drei Gespräche. Zu welchem Foto passen Sie? Okay?
Kapitel 4 Große und kleine Gefühle. Aufgabe 1b Gespräch 1. Schau mal, das ist ja niedlich. Ich finde ja diese kleinen Socken und T-Shirts so süß. Ach ja, wie süß. Sag mal, wann kommen die beiden denn mit dem Baby aus dem Krankenhaus? Ich glaube in einer halben Stunde. Also wir müssen uns beeilen. Wo soll ich denn die Luftballons hin tun? Hier, schau, hängen sie hier hin. Das sieht gut aus. Oh, das sind aber schöne Störchen. Wo habt ihr die denn gekauft? Die sind nicht gekauft. Die haben wir selber gemacht. Das ist ja super. Ein tolles Willkommen für das Baby. Sehr schön. Also, über welches Foto sprechen die? Ich denke, das war nur sechs. Sechs? Ja, das ist diese Baby, ja, die Babys, Ding, ja. Niedlich ist cute. Das ist sehr niedlich. Ja, ist cute. Also, ja, das ist das Baby, die Geburt, ja. So, wir hören jetzt Nummer 2. Was ist süß? Hä? Süß. Süß. Süß ist sweet. Süß. You can say it also. Oh, so sweet. It's not only sweet in the real meaning of the word, means sweet, yeah, because of sugar. But a baby also, all what is related to baby is sweet, yeah, or cute. So. Gespräch Nummer 2. Gespräch 2. Oh, Raphael, du hast aber eine schöne Schultüte. Hast du die selber gebastelt? Mhm. Und? Freust du dich? Heute ist dein erster Schultag. Toll, gell? Mama, darf ich die Tüte jetzt aufmachen? Nein, nein, warte noch. Erst wenn du später aus der Schule wieder rauskommst, dann kannst du sie aufmachen. Was ist denn da drin? Weißt du das schon? Schokolade und Spielsachen. Naja, vielleicht. So, da ist deine Tüte. Jetzt geht's los. Komm, wir gehen rein. Bastel. Drei. Das ist die Schultüte, ja, das ist drei. Und Bastel, ich denke, das ist auch ein wichtiges Verb. Für die Leute, die gerne etwas machen zu Hause. Zum Beispiel zu Weihnachten macht man Dekoration. Weihnachtsdekoration, Sterne oder Weihnachtsmänner. So, und wenn die Frau das selbst macht, ja, man sagt, sie bastelt. Sie kauft nicht, sie macht selber, sie bastelt. So to make something oneself. Ja. Bastelt. Sie bastelt. Sie bastelt. Bastelt. Yes, bastelt. Don't think the bastard, ja, okay? Sie bastelt. So, man kann alles selbst basteln, ja. Zum Beispiel die Weihnachtsdekoration oder was kann man machen da auch. Handarbeit. Handarbeit ist basteln. Okay. Man kann das viel machen. Ja. Also das ist das Foto mit dem Kind, die Schultüte. Ja. Und aufmachen. So Turben. Aufmachen. Ja. So, das nächste Mal. Gespräch 3. Ja, Frau Berger, heute wollen wir alle Sie feiern. 25 Jahre, das ist eine lange Zeit. Da sind Sie jetzt schon länger in der Firma als ich. Ich weiß noch, wie Sie mir an meinem ersten Arbeitstag den Weg zur Personalabteilung gezeigt haben. 25 Jahre also, das ist ein Grund zu feiern. Für Sie, weil Sie so viele Jahre geschafft haben. Und für die Firma und uns, weil Sie uns so viele Jahre treu geblieben sind.
Vielen Dank dafür. Also danke sehr. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Berger, ich freue mich sehr, Ihnen im Namen der Geschäftsleitung dieses kleine Geschenk als Dankeschön zu überreichen. Soll ich mal ein bisschen lauter? Ja, das ist das Jubiläum. Ja. Der Chef bedankt sich bei seiner Angestellten, Frau... Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ja. So, okay? Und er hält eine kleine Rede. Eine Rede halten. Willst du to hold the speech? Eine Rede halten. Rede. To have a speech, to hold a speech, or to have a speech? To make a speech now, to make. To make a speech. Maybe to say a few words. Huh? Maybe to say a few words on an event. Yeah. Eine Rede halten. Ja, da bedarf sie. Also, das sind also drei Ereignisse im Leben. So, wir kommen zu euch jetzt, Nummer zwei. Und bei Ihnen, was feiert man bei Ihnen auch, was nicht? Wählen Sie ein Ereignis und berichten Sie, die Frage helfen Ihnen. Zeigen Sie auch Ihre Fotos von Fest und Ereignissen. Wir zeigen keine Fotos, aber jeder kann über ein Ereignis sprechen. So, was habt ihr erlebt in eurem Leben? So, also ihr schreibt etwas über ein Ereignis und dann werden wir darüber sprechen, ja? Okay? Das kann auch Hochzeit sein, das kann ein Baby sein, das kann eine bestandene Prüfung sein. Das kann auch das Leben in einem anderen Land, das ist auch ein Ereignis. Also ihr schreibt über etwas. Ja. Man feiert den Geburtstag. Man feiert den Geburtstag. Man laden Familie und Freunde. Man lädt. Okay. Ja, das ist eine irregulär. Man lädt. Familie und Freunde. So Geburtstag. Familie. Familie. Familie und Freunde. So Geburtstag feiern. Zu der Geburtstagsfeier. Jeder Artikel ist schon. Also zu Geburtstagsfeier. Feiern. Ja. Man hat eine Party, gibt es die Musik und... Mit? Man hat eine Party? Ja, mit die Musik und... Mit der Musik oder mit Musik? Mit Musik. Und gutem Essen. Und gutem Essen. Gutem, nicht der Dativ. Mit gutem Essen. Gutem Essen. Man... bekommt. Man? Bekommt. Bekommt. Geschenke und Glückwünsche. Man bekommt Geschenke und Glückwünsche. Glückwünsche, ja. Die Leute essen und trinken viel Bier. Essen die Leute essen und trinken viel Bier, ja. Wir alle haben Spaß. Alle haben Spaß. Ja, aber das ist im Allgemeinen. Das ist im Allgemeinen, was man beim Geburtstag macht, aber persönlich ein Ereignis in deinem Leben. Ja, gut. Okay. Noch? Ja? So, also was hast du über den Geburtstag geschrieben? Ja? Ich habe meine 34 Geburtstag gefeiert. Ich habe meinen 34
Geburtstag. Gefeiert. Ja. Ich habe meine School. Nein, also ich bin 34. Stand. We need the ranking number. Ich habe 34. Stand. Schulfreundin eingeladen. Ich habe meine Schulfreundin eingeladen, ja. Wir hatten einen Kuchen schneiden. No, wir haben einen Kuchen geschnitten. Einen Kuchen geschnitten. You need a perfect here. Ja, geschnitten. Geschnitten. Ja? Ja, dann? Wir hatten viel Spaß. Wir hatten viel Spaß mit Musik gemacht. Wir haben gehabt, also wir haben viel Spaß mit Musik gehabt, nicht gemacht. Okay. Meinen Freund bekommt viel Geschenk von mir. Ist es dein Geburtstag oder ist es Freundin's Geburtstag, der von deiner Freundin? My friend. I don't understand the context. Meine Freund kochten viel Geschenk von mir. Ah, also mein Freund hat viele Geschenke oder hat mir viele Geschenke gekauft. Hat mir, mit Dativ, viele Geschenke gekauft. Wir hatten leckeres Essen und Getränk. Also wir hatten leckeres Essen und Getränke, ja. Ich habe viel Glückwünsche bekommen. Bekommen. Du hast viel Glückwünsche bekommen, ja, okay. Okay. So ist jemand anders? Ja, Shita? Nein, vielleicht den Geburtstag. Sie leiden. Moment. What was it the beginning? I didn't understand. Nein. Okay, I repeat. Herzlichen Glückwunsch. Lesen Sie die Karte. Welche Karte passt wo und welche Karte fehlt? Karte fehlt. So, wir haben Einladung zur Hochzeit, Glückwunschkarte von Gästen, Dankeskarte nach der Hochzeit an die Gäste und Glückwunschkarte und Absage. Understood? So, wir lesen jetzt die Karte A. Ein Traum. Okay, Rishikesh. Ein Traum. Blumen, Glückwünsche, Geschenke, Freunde, Spaß und Lachen. Ein wunderbarer Tag. Herzlichen Dank für die Glückwünsche und Geschenke zu unserer Hochzeit. Julia und Thorsten. Ja. Jetzt Karte B. Wer liest Karte B, okay? Liebe Julia, liebe Thorsten, wie schön, ihr heiratet. Tausend Dank für die Einladung zu eurer Hochzeit. Eurer Hochzeit. Wir haben uns sehr gefreut. Wir haben uns sehr gefreut. Leider können wir nicht kommen, weil wir im Urlaub sind. Wir gratulieren euch sehr herzlich und wünschen euch alles Liebe zu eurer Hochzeit und eine sehr schöne Feier. Herzliche Grüße, Petra und Jan. Ja. So, die Karte C.
Liebes Brautpaar. So. Ja. Liebes Brautpaar. Brautpaar. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und für die Zukunft. Alles Glück der Welt. Wir wünschen auch euch, dass es euch immer gut geht und dass ihr glücklich seid. So, habt ihr alles verstanden, ja? Wo gibt es ein paar Worte über und verstehen? Über das dazu. Liebes Brautpaar. Das Brautpaar ist ein bridal couple. Bridal couple. Yeah. So means the people who marry, yeah? Marrying couple. Oh, this is so, so because the Braut is a bride, yeah? Und der Bräutigam ist ein Groom. So, we take the Brautpaar. Also, you have understood all? So, wir haben hier vier Karten. Einladung zur Hochzeit, Glückwunschkarte von Gästen, Dankeskarte nach der Hochzeit an die Gäste und Glückwunschkarte und Absage. Eine Karte ist zu viel. So, eins. Do you find something? Also das ist die Karte, die fehlt. Ja. So, jetzt zwei. Glückwunschkarte von Gästen. Glückwunschkarte von Gästen, das ist A. So, wir gehen weiter. Dankeskarte nach der Hochzeit an die Gäste. Dankeskarte nach der Hochzeit an die Gäste. So, was ist das? Das ist A. Das ist A. Das ist A. Und zwei ist B. So, Glückwunschkarte und Absage. C. Das B. Wir können nicht kommen. Also, 2 ist C. Okay? So, also you see, how do you express the congratulation, yeah? Or you thank also, for example, Karte A. Herzlichen Dank für die Glückwünsche und Geschenke zu unserer Hochzeit. So, herzlichen Dank. Das ist sehr wichtig. Dann, wir gratulieren in the second one. Or to congratulate. Wir gratulieren euch. Gratulieren, by the way, is a native verb. To congratulate. Yeah. Gratulieren is a dative verb. To congratulate. I don't want to see dich, yeah? Dir. Okay. And the last one, the same. Herzlichen Glückwunsch. So hearty. Also congratulations, yeah? So in English you are a little... Wir haben uns sehr gefreut. So gefreut is a... Freuen ist ein perfekt, also das ist perfekt, freuen und perfekt. Ich freue mich, ich habe mich gefreut. Ich freue mich. Das ist ein uns. Okay. Das ist ein reflexiver, right. Sich freuen. Ja? Okay? So, wir gehen jetzt zu B. Ergänzen Sie die Ausdrücke aus den Karten.
Glückwünsche aussprechen. So we can say it, alles Gute zum, for example, alles Gute zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Yeah, all the best for your birthday or something like that. Oh, viel Glück zum Geburtstag or so. Yeah. Wir gratulieren euch zum Geburtstag. Also. And what do you find in the cards? So here. Yeah. Also Glückwunsch. Wir wünschen euch alles Liebe. Ja, okay. Oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist auch ein, wie man Glückwünsche ausspricht. Ja. Und sich bedanken und sie also sagen, danke, danke sehr, danke schön, herzlichen No, herzlichen Wort, it's only Dank, yeah. So, you find something here. You have to read and find. Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Yeah. Okay, then in the second card, what do you have, how do they express that? The thanking? Tausend Dank für. You can also say tausend. Tausend Dank für die Nadu. Whatever it is. Or, do you know something else? Wir haben uns. Gratulieren ist ein Glückwunsch. Und now we are thanking. Wir are gratulieren. Nein. How do you say normally? What we use so many times? So we say, you don't say herzlichen Dank always, or tausend Dank, what do you say normally? Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Okay? Also these are three things you should know. Okay? So, wählen Sie eine Situation und schreiben Sie eine Karte. Oder E-Mail. So, also wir haben hier drei Situationen. Sie wählen eine. Ja? Sie hatten Geburtstag und möchten sich bei ihren Freunden für die Geschenke bedanken. Oder sie können nicht zu einer Geburtstagfeier kommen. Oder sie schreiben einem Freund zum Geburtstag und gratulieren ihm. Also, ihr wählt eine Situation, nicht alle drei, eine. Und ihr schreibt etwas über die Situation. Okay? So, next one. Ja? Also, schick, auf den Schritt an. Ja? Liebe Ella, please, danke für die. So, which one I have chosen? First? Ja. Sie haben Geburtstag. Okay, liebe Ella. Herzlichen Dank für die Geschenke. So, also herzlichen Danke, no. Dank. Dank. Für die Geschenke. Ich gefällt dir. Nein. Gefallen ist ein Dativverb. And we cannot say, ich gefällt dir. This is the object which is the subject. No. So we have seen in the one, gefallen. No, you cannot say I like. You have to say ich mag. So if you use gefallen, you have to turn the sentence in another way. As with anyone. So, die Geschenke gefallen mir and nothing else. I cannot have ich gefall or ich gefällt to the Geschenke. But if she just wants to tell that she felt very good. She likes the... Not she doesn't... No, she just wants to say that... Gefallen. Very good.
felt. She means third person. No, is it gefallen? She like it? She tell you wanted to say I like it. I felt very good. Okay, then nothing to do with gefallen. Yeah. So ich habe mich wohl gefühlt. Yeah. Das ist sich fühlen, das Verb ist sich fühlen, ja? Again with a mich, ja? Okay, guys? Mich. So, let's worry, you have to know it, ja? Mit mich. Ich habe mich. Wohl gefühlt, ja? Wohl gefühlt. So. But I thought it is gefallen, because failed, und I heard English, es ist English failed. Yes. Yeah, you got a not good English in a German text. I have heard gefällt. Ich habe mich wohl. 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 So wohl it means good. Yeah. Good. Good, ma'am. Yes. Yes. Okay. Also gefallen, please. Yeah. This verb you have to know. Ich habe mich. Ah. Danke für dein Sein. Danke für deine Zeit. Ich habe viel Spaß. Also Moment mal. It is all in the past or it is all in the present tense? Because it should be in the past or that. So hier, die Geschenke haben mir gefallen. Mir gefallen, should be like that. Ja, denn ich. I had. Is the plusquamperfect is not even the perfect. Ich hatte viel Spaß. Ich hatte viel Spaß. We want to pretend it to the simple past, okay? Yeah. Okay. Ich liebe deine Geschenke. Ich mag deine Geschenke. Und danke für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag. So, also, when you say, guys, vielen Dank, yeah, you have to write it. Like that. Without it. When you want to say thank you for danke. Danke. Here I need the E. Danke für. Thank you for. Yes. Yeah, because you don't know where to put the E and when not. Vielen Dank für, you can have also the für if you want. Or danke für. Okay. What does it? No. Yes? Yeah? That's same. But danke für is also okay. Yeah. Well, but then what happened? Why do we use E dominant? Why don't ask something in language, yeah? Okay? In language you have to take it how it is in English, yeah. So if you are feeling done, you don't have the E, you have only done for you, that's it. So I don't want to see any mistake now. Okay. Yeah, I think he wanted. Okay. Liebe Mina. Hey, 1, 2, or 3. Yeah. 1, 2, 3. Here, 1, 2, 3. Zwei. Sie können nicht zwei Geburtstagsfeier kommen. Okay. Liebe Mina, danke schon für die Einladung zu deiner Geburtstag. Feier. No? Zu deinem Geburtstag oder zu deiner Geburtstag feier? One is feminine and the other one is masculine. Okay, okay. So if you have only, because I didn't understand, deinem. Deinem Geburtstag. I need a dative. Okay? Zu deinem Geburtstag. Ich habe mich sehr gefreut. Aber kann ich nicht kommen? Aber ich kann nicht kommen. Aber ist Position 0. It doesn't count in the sentence.
Aber ich kann nicht kommen. Ich kann nicht kommen, weil ich eine Prüfung habe. Ich wünsche dich alles Liebe. Dir. Wünsche dich. No. Dir. To you. Ich wünsche dir. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich schenke dir ein Geschenk. Ich schenke dir ein Geschenk. Ja. Herzlich Grüße, Sachin. Herzliche Grüße. Grüße. Sachin. Ja, okay. Lieber Shubham. One, two, three. Sam. Two. Okay. Lieber Shubham. Alles Gute zum Geburtstag. Danke für die Geschenke. Die Geschenke. Die Geschenke. Geschenke. Danke für die Geschenke. Ich kann nicht Geburtstagsfeier kommen. Moment, ich kann nicht zu deiner Geburtstagfeier kommen. Ich kann eine nicht zu eine ist deiner. Ich kann nicht zu deiner. Geburtstagsfeier kommen. Weil. Weil habe ich erzählt. Okay. Weil ich einen Termin beim Arzt. Where's Wanda? Habe. Was ein Mann. Danke für die Geschenke. Ich kann nicht zu deiner Geburtstagsfeier kommen, weil ich einen Termin beim Arzt habe. Yeah. Vielen Dank für deine Zeit. Zeit? Why? You don't go. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank for what? Okay. Vielen Dank for what? Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Für die Einladung? Ja. Okay. If you didn't say it before, I don't know, I don't remember. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich Grüßchen. Ja. Okay. Und du? Ich. Also eins, zwei oder drei? Eins. So, sie hatten Geburtstag und möchten Sie bei Ihren Freunden für die Geschenke bedanken. Okay. Ich danke meiner Freundinnen. Lieber A, lieber B, ich danke beide für die Geburtstagsgeschenke. Ich denke beiden Dativ. Für die Geburtstagsgeschenke. Ich finde das Buch sehr attraktiv und nützlich. Ich wollte das Buch von langer Zeit. Seit langem. Ich wollte das Buch seit langem. Von seit, Zins. Seit langem. Ich wollte das Buch seit langem. Ich denke, dass ich mit B über die Buch gesprochen habe. Ich denke, dass ich mit B über das Buch gesprochen habe. Ich bin überrascht, dass sie nicht vergessen haben. Also so Sie, I don't know now. Also H und B. Both, beide. Also dass ihr, das sind Freunde, dass ihr mich vergessen habt. So you see, as soon as you change the pronoun, right. For me the understanding is no more there. Right. Dass ihr mich vergessen habt. Ich bin überrascht, dass ihr mich vergessen habt. Ich habe. No, ihr habt. Ich bin
Here, me, vergessen habe. But tell me now, vergessen, what is the context here? The first sentence is, ich denke, dass ich mit weh über das Buch gesprochen habe. Yeah. Ich bin überrascht, surprised that you did not forget that. Ah, you didn't. As you wrote, it is you have forgotten. Ich bin überrascht, dass hier das nicht, hier das nicht vergessen habe. I need a nicht. Yeah, nicht. Is there? Is there? Yeah, I read also, it. I didn't. Das ihr nicht vergessen. As I understood, mich. No, nicht. Nicht. Also, dass ihr das nicht vergessen habt. Ich bin überrascht, dass ihr das again. Nicht. Wait, but this is only with one S. That you. But why das again? That you didn't forget that. That. Oh, that's why that again. It's with one S. Ich bin überrascht, dass ihr das nicht vergessen. So, what is crooked for me? You know? All is crooked for me. Yeah. The second das is not there. Yeah? Okay. And then? Vielen Dank noch einmal. Lass uns treffen nächste Woche. Lass uns nächste Woche treffen. Yeah. Oder last. Because we are talking to two of them. We are talking to A and to B. So you will say not last, you will say last. Okay. Last is only for one friend. Okay. When you have only one person to whom you speak, you will say last. When you have more than one, you will say last. So can I use SZ here? Who is it? Last? It is LASP, right? Yeah. What do you want to say? S-Z. Last uns nächste Woche treffen. No, I'm saying it should double S. Can I S-Z? Use that? No. 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 It was before like that, maybe, but no. Okay. We have reform. Also last, yeah? Okay. Also don't forget when you have only one friend with whom you want to do something, right? So let's go. So let's, it will be as well last. And when we have more than one, it will be last. Okay. Good. It was good. As a slowly, you are coming into the year. Yeah? So wir gehen jetzt zu den Emotionen. Emotionen 4a. Sehen Sie die Situation auf den Fotos an. Wie fühlen Sie sich in dieser Situation? Also wir haben hier vier Fotos und wir haben hier die Emotionen. Und hier in Situation 1 bin ich. Also wir nehmen jetzt Situation 1, Prüfung. Und hier haben wir die Emotionen. Was nehmen wir? So, in Situation 1 bin ich. I need all that, oder? So, in Situation 1 bin ich. Bin ich nervös? Ja? Ich bin nervös. Yes, nervös, das ist all that. We can say also. Aufgeregt, so aufgeregt, that last time we have seen it as a, what I have done, auf gespannt, yeah, a little nervous, kind of nervosity also, nervousness, yeah. So, but aufgeregt is also excited, when something is good. Ich bin aufgeregt, ja. Okay. It's exciting, or excited. But aufgeregt can be also in the negative form. Tense. Tense, yeah, maybe. Tense, yeah. Yeah. Here it will be tense. Tense. But it is, can be excited. You cannot be excited for an exam. Tense. Yeah, yes, tense, yeah. But we can say aufgeregt for excitement also. Yeah, for excitement, good excitement. Aufgeregt für. Oder aufgeregt. No, ich bin aufgeregt.
Aufregen. Okay. Aufregen. Okay. Aufregen. 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 Was das Verb sich aufregen? So, das Verb ist aufregen. 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 Can be to go to one's nerve. Also, it can be very negative. Ah, okay. Okay? Du regst mich auf die ganze Zeit. You're going to my nerve. Mm-hmm. Yeah. Get into my nose. Yeah. Or you pester me, yeah. Okay. But ich bin aufgeregt, can be good. So I'm excited. I go to a good movie, ich bin aufgeregt, ja. Yeah. Or to exam, ich bin aufgeregt. It can be tense, yeah. Okay. Spannend is different. What is spannend? It's also exciting. Yeah, it's also exciting movie. In which situation? Der Film ist spannend, ist exciting, ja. So, it's like that. Ich bin aufgeregt, to go to my nerves, this is one we use many times, ja. Yeah. Oh, aufgeregt, oh, no, du regst mich auf, sorry. Ja, yeah. Du regst mich auf. Oh, aufgeregt means, as I told you, what is this? Tensed or... Tensed or... excited and excited, yeah. This is a verb. Sometimes, ja, yeah, ist positiv und sometimes ist negativ. Sich aufregen. Wir haben also sich aufregen. Ich rege mich über dich auf. Ich rege mich über dich auf. How can you do it? Okay. Yeah. Means I'm getting upset, ja. Yeah. Okay. Angry, ja. Yeah. So ich. Ich schrecke mich auf. Über dich auf. Über Prüfung. Ich schrecke mich auf. No, that is no. Mm-hmm. You are getting upset with somebody. Yeah. With someone. Yeah. Okay. Ich rege mich über dich, Akkusativ, auf. It's a verb. Okay. Yeah. So this is a verb that has so many things. Yeah. Ich rege mich über dich auf. Ich rege mich über dich. Dich. Über? Dich. Dich. Auf. Auf. He doesn't hear properly. Yeah. Also sie ist hier nervös, ein bisschen aufgeregt, ja. Yeah. In the negative form, yeah. So the last one is about some person or something. This is a person, yeah. No. Yeah. It's about you were someone, right? You were yeah. Some person. Yeah. About some person. Yeah. Okay. Or you can also be upset about the situation. Situation, right? Yeah, ich rege mich über die Situation auf, ja. Okay. You can say. Huh? Ich rege mich über this. Oops. Über uns auch, ja. If you don't, you are not satisfied with yourself or so, ja. Okay, jetzt B, zwei, sorry. Also Angst haben könnte auch be taken for the first situation. Die Frau hat Angst. Die Frau hat vor der Prüfung Angst. Ja? Angst vor plus Dativ. Haben, ja. So, to be scared of the exam, ja. Sie hat Angst vor der Prüfung. Vor der Prüfung Angst. So, sie hat vor der Prüfung Angst, means she is scared of the exam. So, Nummer zwei, die Frau ist nicht, also sie hat keine Angst. Wie ist die Frau, Nummer zwei? Glücklich. Ja, also hier ist die Frau glücklich. Und sie? Ja? No, hier? Die Frau? Die Frau
Freud. 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 Sie. Sie. Die Frau freut sich. Ja? Also sie lächelt. Ja. Sie ist glücklich. So, why do you use a for? Sie hat vor der Person Angst. This is Angst vor. But to be scared of. German say for. Okay, so Nummer 3. So hier. Wir sind im, wie sagt man das? Vergnügungspark. Vergnügungspark Nummer 3. Ja? That is again excitement or? Excitement, ja. Die Leute sind? Die Leute sind. Aufgeregt, ja. Aufgeregt. Ja. Und haben viel Spaß. Sie haben viel Spaß. Sie sind glücklich. Ja, sie sind glücklich. Sie sind glücklich. Ja. Das ist spannend. Für sie ist das spannend. Das spannend. Nein, die Situation ist spannend für Sie. Ich kann sagen, ich bin spannend. Etwas ist spannend für mich. Okay. Ist spannend für mich. Okay. Ich bin nicht spannend. Ja. Wie spannend? Ja, not exciting, ja. Es ist exciting for them. Ja. So, Sie sind in einem Vergnügungspark. Der Vergnügungspark. Der Vergnügungspark ist ein enjoyment park, or this is a resort where you have all types of activities. You know, Adventure park. So das Adventure ist Abenteuer. Okay. But yeah, it can be. You have this thing, rides and water and all this stuff. Waterfall. No, water activities. There is one here, no? What is the name of this park? There are two. Della and Magica. Yeah, this is a Magica. And Lora also. Lora and Wet and Joy. Luna Vela? Wet and Joy. There is another one? Yes. Imagine. So when we say that this excites me, there is a new Goong's park. Spannend Misch. No, der Vergnügungspark ist spannend. Das ist spannend für mich. Okay. Ist spannend für mich. Exciting für mich. Ist spannend. But we don't like excite me or something. No, das ist spannend für mich. So when we say something excites me or you know, driving excites me or something bus? Like that. Drawing? Driving. How do you say that? Or I am very excited to visit that place. That is still okay, but okay. Something excites me. Okay. Means he feels that driving is very exciting. Spanish. How would you say that driving excites me? Driving is actually or the sport excites me. It's okay not to excite exactly have anything. It's been I'm just saying if it is I mean I have to see that it's been I cannot tell you. Because this is or the other way is saying I'm excited by sports. Yeah, for example. You can see that because the sport right, that's simple. The sport is spanning for me. The sport gym. Aufregend. But I have to see you, because there is also the negative part.
Okay. Yeah, also I took over the How to say I am excited by rights? That is what I was asking. I will see that. Let me finish this thing. Yeah, I will see it. Okay. And about the first one, Auf Regen to get in someone's mouth, you said. So, for example, maybe, XYZ, right, mere Auf. It means a person. Yeah. Yeah. Or does he have Auf? Air red mirror out. Yeah. Okay. When you have upset. Right. He gets into my outfit. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So I have to see for exciting. I don't have the mobile list. No, it's okay. No, I have to see. Yeah. Exciting. What is it? Air red mirror out. Air red mirror out. Means it excites me. Right. Yeah. Yeah. Getting on my nerves. That is the difference. He gets into my nerves. Yeah. Air red to my To get into one's nerves. But this is interesting, different meaning for yeah. And it's confusing as well, so we have to remember this. Ma'am, we can just no, but that. Still, even in a tense and when you are excited, you have to use the same thing. Yeah, aufregend is exciting. That is sehr aufregend, dass ich bin aufgeregt. Means I am excited. Nervous tense. Aufregend is also excited. Aufregend. Regent. Is a D. Okay. Yeah. It's a verb. No, this is a it's a verb. So it will be an ing verb. Exciting. When we put a D as a verb, it will become ing. Okay, but it is not. It should be adjective. It is an adjective, but ing. Okay, yes. I mean, aufregende Situation means it's an exciting. Okay, exciting. Exciting. I cannot take this thing, yeah. Okay. Let me finish that and then we can. So, we are going to Situation Nummer 4. Yeah, Situation Nummer 4. So, is der Mann glücklich? Ist der Mann glücklich hier? Nein. Er ist traurig. Er ist unglücklich. Traurig. Und warum? Er ist traurig. Wo weil, ist er? Wo ist weil, er da? Weil er. Er hat Familie. Weil er. Flug. Er fliegt nicht. Er fliegt nicht. He is saying bye. So er ist unglücklich, das kann auch die Freundin sein. Ja. Und er winkt, er winkt, winken ist to wave. Ja. Winken. To wave, er winkt. Man, to wave ist this one? Ja. Winken. So, was passt zusammen? Wir gehen jetzt zu B. Was passt zusammen? So, you do that. Thank you.
Okay? Achterbahn fahren. Also Rollercoaster. Okay. Das ist im Vergnügungspark. So, ich bin nervös. Wenn ich eine Prüfung habe. Und Nummer zwei. Wo ist der Hindert? Wenn ich eine Geschenke bekomme. Not eine, ja? Ein Geschenk bekomme. Bekomme. Dann freue ich mich. Dann freue ich mich. Next one. Wenn ich Achterbahn fahre, habe ich Angst. Okay. Und ich bin traurig, wenn meine Freundin wegfährt. Kann wir auch sowieso car. Hier ist wegfliegen. Wegfliegen. Wegfliegen? Wegfliegen. Ja, das ist ein Apport, ne? So. Okay, so we have van. So what do you understand? How do you understand the van here? Van. What van? Similar to das and while, the verb comes at the end. Oh, no. Meaning. Meaning van. Okay, van is van. Van is van. If. If or when. If or when. If or when. Huh? So when? If or when. So if I have, for example, ich bin nervös, wenn ich eine Prüfung habe. When something happens. So here you have when and here you have if. So what is now? When I. So, ich bin nervös, wenn ich eine Prüfung habe. How can I translate that? Whenever I have exam. So, but it can be also called. Whenever I have to write an exam. So, if it is if, it will come at the start? No. So, it will always come. Yeah. Means I am nervous if I have an exam. Right. Yeah. So, when is what? If and when. Conjugation. No, conjugation no. It's a meaning of this small word can be bought. The context can tell sometimes, sometimes it cannot tell. Mm-hmm. Yeah? So, wenn ich traurig bin, gehe ich ein Eis essen, zum Beispiel. So, wenn ich traurig bin, gehe ich ein Eis essen. Dann bin ich nicht mehr traurig. Dann bin ich nicht mehr traurig. So, how do you translate that? If I am sad, then I go to eat ice cream. Yeah. So, but whenever also. Can be both. Wenn ich traurig bin, gehe ich ein Eis essen. Or we can say that when ich Prüfung habe, gehe ich nervös.
Bin ich nervös? You can say even if I am sad, I eat ice cream. Bin ich, huh? If I am sad, I eat ice cream. Yeah, of course, you can say if. Yeah. You can say also whenever. Yeah. So this minute, this when is meaning, I have told you. Yeah. If or when or whenever. You can say whenever. Yes, why I am saying, I mean, I understood, but in this sentence, Jager, Ish, I am hesitant. So, okay, this is only for the van. Now we are going too much into other details. Yeah? Yeah. Okay, so another one, maybe. Yeah, you can tell me also another one. And why should I find the. Ich bin nervös. So, ich bin nervös. When is eine Vorstellung? Yeah, this is a. Ich bin nervös, wenn ich fliegen muss. Wenn ich fliegen muss. Ich. Muss. Everybody is nervous when he has to fly. I don't know if you arrive or reach. But I never know. So many people are praying in the flight, yeah? So many, yeah? When ich nervous bin, you're a ich music. Okay, wenn ich nervös. Bin. So we can also dann höre ich Musik. This is not compulsory. But when the van is here, if the van is here, you cannot also dann. When is nervous, bin tanzen gerne. Was it understood? Yes. So you have it here now in sage. Okay. Here. Nebensatz mit wenn. Ergänzen Sie die Tabelle unten. Ich bin glücklich, wenn ich eine Prüfung bestehe. Okay. Oder ich freue mich, wenn meine Freundin anruft. Und ich ärgere mich, wenn ich so viel lernen muss. So, hier haben wir ein Modellverb, ja? Bestellen, du kannst. No. Bestellen. Du. Du passt. Du passt. Okay? So. What is anrufen is to call, no? Anrufen is to call, ja. To so all the verb are placed at the end, you see? Normal verbs, separable, not separable verb, modal verb, all at the end. Yes, ma'am. So now we are seeing the situation when the when sentence is at the beginning. Okay. So when you do it, wenn ich eine Prüfung bestehe, dann bin ich. You have the bin and not the ich before. Dann bin ich. Nervous. No, you have it here. Glücklich. Dann bin ich glücklich. Glücklich. So, wenn meine Freundin. Anrufe. Anrufe.
Why roof. A roof? Roof. That's roof. 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 And roof. On roofed. On a T. On roofed. Dan. Bin. Dan bin. No, you have the first Dan field. Dan Feuer is me. My God, you have, we have seen this one, you have to put here now. Dan Feuer is mich. Und wenn, also the next one, it has to be a wenn. 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 Ein. So here we don't have it. Ich wenn oh. Wenn ist zu viel lernen muss, dann ärgere ich mich. Okay? Also the wenn. Slowly, slowly, we are learning a lot of connectors. Yes. Back to back to back. What? Back to? Back to back. Back to back? Back to back. To back? Back to back sentences. Mambo, from here to there. One after the other, kind of. Okay. No, I was telling regarding the different lessons we have done already. We are learning a lot of connectors. But this is why does when yeah. But this but is how it was in Glücklich in the first one, no? And then when ich eine Prüfung bestehe, dann bin ich glücklich. Yeah. Glücklich was in right. The end. Weil ich heute eine Jacke gekauft habe, ja, bin ich glücklich. Warum ist das so gekommen? So, now, fünf. Yeah, understood all of you? Yes. Speak ja so long. So, in welchen anderen Situationen ärgern Sie sich, freuen Sie sich, sind Sie nervös oder haben Sie Angst, sprechen Sie in kleinen Gruppen? Also, you understand. Wir haben verschiedene Situationen. Und in manchen Situationen ärgern wir uns oder freuen wir uns, sind wir nervös oder haben wir Angst? Also, Angst, we have seen just above, yeah, Angst haben. You have already forgotten? Yeah. So we have, ich bin glücklich, nervös, traurig, sauer. Sauer? In the green field. Fünf. Green field, sauer. Sauer. Means pissed off. Sauer is what we saw in the start. Pissed off or angry, yeah? Angry. Angry, pissed off. Böse is also angry. Wenn. Wenn habe ich. Ich ärgere mich, wenn stehe ich im Stau. Ich ärgere mich? Ich ärgere mich, wenn. Stehe ich no. Im Stau. Where is the verb after the name? Where is the? No, position. When we have a connector, like when. Yeah, so when, stehe. No. Maybe on this hand. Ish. When is ish. But then the first sentence, why are we. Ah, okay, because when is it in the start? Okay. When is stehe im Stau? No. Okay. Where is the verb when you have the when sentence? What? Where is the verb? The
for the for Sansi and Burmese at the end of this. So verb is Sansi and Norwegians. This is a very important subject. So ish im stout stay. So here for me. When ish im stout stay. Okay. So somebody else. Yeah. Ich freue mich, wenn jemand mein Kunstwerk mag. Mag. Wenn jemand mein Kunstwerk mag, ja. Wenn man nicht schlafen kann, dann hört er Musik. Dann, wenn jemand nicht schlafen kann, dann hört er Musik, ja. Hört er Musik, ja. Ist es ja, ja, okay. Unglücklich, wenn meine Frau wegfährt? Für mich ist es ein trauriger Moment, wenn meine Frau wegfährt. Für mich, no, ich bin unglücklich, wenn meine Frau wegfährt. Aber für mich ist es ein trauriger Moment. Trauriger Moment. Sagen. Ich bin so wenn meine Frau weg wird. Ja. Yeah. Yeah? You understand a little? It is not, also grammatically it's right, but ist das unglücklich? It is unhappy. We don't say it is unhappy. I am unhappy. They have given the I am. Yeah. Is been glücklich, yeah. When is helfen die Leute? Always a verb. Okay. And this is not helfen. Is freu mich. Moment. Always a verb to hear helfen. What is a verb? Helfen. Helfen doesn't exist, okay? So, what is now with me? So, Norddeutsche Feste, 46, ja. So, lesen Sie die Texte, was für Feste sind das? Welches Fest möchten Sie besuchen? Und warum? So, wir haben ein Theaterfest, historisches Stadtfest, Musikfest, Sportfest, Kinderfest. Ja? So, wer liest das jetzt? Die weltweit? Weltweit. Ja? Die weltweit bekannt. Bekannte Kieler Vogel findet Ende Unistat. Eigentlich ist es ein Segel, eine Segelregatta, aber das internationale Programm ist nicht nur für Sports fans interessant. Bands geben Konzerte und auf dem guten Markt kann man Spezialitäten aus der ganzen Welt kaufen. Der schöne Hafen von Kiel ist Treffpunkt für Segelschiffe aus der ganzen Welt. Okay, so ich lese das noch einmal, ich denke. Die weltweit, was ist weltweit? Worldwide. Bekannte, wie Non. Non. K.
Kieler Woche, das ist in the city of Kiel here. This is the highest point of Germany, highest. Kiel, okay. Yeah, Kiel. Okay. Kieler Woche findet Ende Juni statt. So, stattfinden. In the Stadt. Separable verb. Stattfinden. To. Take place. To take place. Eigentlich ist es eine Segelregatta, aber das internationale Programm ist nicht nur für Sportfans interessant. Sie haben das dann auch? Das Programm ist nicht nur für Anke, not only for Anke. Bands. Not bands. 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 So when you have the AN in German, handy, bands. Fans, it's always okay. And in English, it's bands. Fans. Okay. In German, bands. Yeah. Bands. Fans. Handy. Okay. So bands geben Konzerte und auf dem bunten Markt kann man Spezialität aus der ganzen Welt kaufen. Der schöne Hafen von Kiel ist Treffpunkt für Segelschiffe aus der ganzen Welt. Hafen von der Mittelmeer. Der Hafen, the port. Was? Segelschiffe, Sailing Boat, ja? Sailing Boat. So, wir lesen jetzt den zweiten Text und dann ist es almost, ja. Wir lesen, ja. Treffpunkt ist. Das Hurricane Festival in Schilsel. Moment. Schilsel. Schilsel. Niedersachsen. No. Niedersachsen. Niedersachsen. Ist ein Festival mit Konzerten. Und so, also, don't speak German. Konzerten. Konzerten. How to say it? You speak maybe in English also like that. I know it's difficult, yeah. You say concerten. Concerten. Yeah. Concerten. Okay, okay. Dan is an army man, yeah. Yes, ma'am. He's giving orders. Yes, also. Concerten. Und teuer. Dry color. Yeah. Here's film bands. Bands. He asked about newcomer. Yeah. Pop, rock, and alternative. 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 The versional music style. Vessels. 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 See up. Hear the Norddeutschen. Norddeutschen. Music fans. Fans. Music fans. Ist das Festival ein Muss? So, das Hurricane Festival in Schessen, Niedersachsen, ist ein Festival mit Konzerten und dauert 3 Tage. Ist klar? Hier spielen Bands wie die Ärzte, aber auch Newcomer, Pop, Rock und Alternative. Die verschiedenen Musikstile wechseln sich ab. Sich abwechseln. Sich abwechseln. This is a verb. Abwechseln with a sich. This alternate. To alternate. Sich abwechseln. Yeah. Sich. This is a reflexive verb. So you have to know how to pronounce wechseln nowadays. Wechseln. What does it mean? Which verb it is? To alternate. Which verb it is? Sich abwechseln. Yeah, but you said the name. So the verb wechseln exists also with. To change. Okay. To exchange, to change. Abwechseln is to alternate. Abwechseln. Für die norddeutsche Musikfans ist das Festival ein Muss. It's a must. So we have a lot of adjectives here placed before noun. We have, for example, bekannte. Mm-hmm. Yeah, in the first text. Mm-hmm. We have bunten Markt. Ganzen Welt, schöne Hafen und ganzen Welt again. Und dann wir haben
verschiedenen Musikstile. Ja. So we will see that tomorrow. For today. Verschiedenen dann? Verschiedenen. Not German. No,